Martin Kisugite, herzliche Gratulation zum Einzug in den Final. Was ist das für ein Gefühl? Ja, perfektes Gefühl, weil ich habe noch nicht Final vom Supercup gespielt. So, natürlich ich und die ganze Mannschaft freuen wir sehr viel, denke ich, aufs Final. Ihr musstet im Spiel immer ein bisschen Wieler hinten nachrennen. Wie war dieses Gefühl? Ja, das ist halt fast immer so während den Spielen mit Wieler. Weil sie sind wirklich stark am Ball. Man muss einfach gut verteidigen und die gute Konterspiele haben. Sonst ist das schwierig, einfach Wieler schlagen. Aber wahrscheinlich schon auch viel Stolz dabei, wenn man jetzt sich ausgerechnet gegen Wieler für den Final qualifiziert hat, oder wie ist das? Ja, natürlich. Das ist halt so. Und morgen, was erwartest du im Spiel gegen Malanz? Ja, Malanz sind bekannt mit 1-2-2 Aktivsystem. So, ich denke, es wird sicher attraktiv Spiel. Und ja, wir hoffen, dass wir auch für die Zuschauer, dass wir mehrere Tore sehen werden. Marco Luis, nach Penaltyschiessen zu verlieren, ist wahrscheinlich besonders bitter. Oder wie hast du das erlebt? Ja, es ist immer bitter, wenn man verliert. Es spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle wie nach Penalty oder regulär. Ich denke, wir hätten es anders können gestalten, das Spiel. Von dem her, ja, verdient haben wir es nicht, heute zu gewinnen. Du sagst, anders gestalten. Was meinst du mit dem genau? Ja, ich denke, wir haben sicher viele Chancen liegen lassen, ja, wo wir eins oder zwei Goal mehr könnten machen und sind relativ passiv vor dem Drittel und haben können nicht spielen lassen. Das war sicher ein Fehler gewesen. Das heisst, wo müsst ihr noch dran arbeiten, bis in zwei Wochen, wenn die Saison losgeht? Ja, ich denke, es gibt viele Punkte. Sicherlich ist Technik ein Punkt, wo man daran arbeiten muss. Zum Teil haben wir sehr schlechte Entscheidungen mit Ball und ja, Feldpässe gespielt, die nicht mehr sein und einfach Ballverlust. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir daran arbeiten müssen. Aber es sind noch zwei Wochen bis zur Saison startet, von dem her haben wir noch Zeit.